Ich bin Julia Stratmann und ich unterrichte hier an der Heinz-Brandt-Schule. Das ist eine integrierte Sekundarschule in Berlin-Weißensee. Ich habe mir angeschaut die DVD-Feindbilder, die Fotos und Videos der Stasi. Die DVD handelt von der Arbeit der Stadtsicherheit im Überwachungsstaat DDR. Die DVD hat 13 Kapitel, die sich jeweils um ein inhaltliches Thema drehen, wie die Stasi innerhalb und außerhalb der DDR gearbeitet hat. Es gibt begleitendes Material in Form von Arbeitsblättern. An der DVD ist mir besonders positiv aufgefallen die Fülle und die Qualität der Videos und der Fotos. Da sind ganz, ganz viele Sequenzen, die wurden noch nie gezeigt. Die sind sehr, sehr eindrücklich. Ganz toll ist auch die Regie. Die Schüler werden richtig in den Bann der Stasi reingezogen. Man bekommt ein beklemmendes Gefühl, wie das eben bei einer Überwachung wahrscheinlich der Fall gewesen ist. Die Arbeitsmaterialien sind auch sehr gut. Sie zeichnen sich aus durch eine große Methodenfülle. Die Schüler können verschiedenste Kompetenzen üben. Allerdings, das alles geschieht auf einem sehr, sehr hohen Niveau, für die integrierte Sekundarschule nur mit großer Vorbereitung nutzbar. Man hätte bei den Begleitmaterialien durchaus noch mehr Material bringen können, wie zum Beispiel Ausschnitte aus Stasi-Akten oder einzelne Fotos, die man vielleicht in den vorbereiteten Unterricht dann noch mit einbringen kann. Für die DVD würde ich eine glatte 1 geben, eben weil die Videos und die Fotos so gut sind und auch die Sprache so klar und deutlich ist. Für das Arbeitsmaterial, das halte ich auch für sehr, sehr gut. Allerdings ist es eben eingeschränkt dadurch, dass es nur Arbeitsblätter sind und keine Informationen. Ich würde empfehlen, die DVD in der gymnasialen Oberstufe einzusetzen, einfach aus dem Grund, weil sehr viele Vorkenntnisse erwartet werden. Man kann jedoch mit einiger Vorbereitung das auch in den 9. und 10. Klassen machen.